Okay. Machen wir mal YouTube zeichnen. Ich glaube, da kriege ich hin. So, erstmal brauchen wir natürlich die Augen. Holen wir noch die Augen der Feuerhüterin. Die haben wir nämlich vergessen hier. Mit 43.000 Seelen. 430.000 Seelen. Waren hier noch dicke Moped-Männer? Irgendwelche Ritter waren hier, ne? Da ist einer. Den können wir umgehen. Den können wir nicht umgehen. Achso, ich habe keine Waffe ausgerüstet. Ich habe mich gewundert. Minimal. Mich ein minimal gewundert, warum ein Schaden nicht existent ist. Ja! Netter Typ. Aber er kommt wieder. Sekunde, ich kann jetzt nicht lesen, was ihr da gerade schreibt. Ich habe hier nämlich so einen Ritterknecht am Sack. Den muss ich mal ganz kurz entledigen. Sie sagt ja, dass sie die Flammen und Verrat sieht. Ja. Gucken wir, kriegen wir hin. Hoffe ich. So, was liegt jetzt hier unten eigentlich? Nicht hier noch ein Item? Tatsächlich, man kriegt dasselbe nochmal. So, wo lagen die Augen denn? Ach, die lagen da hinten, ne? Hidden Wall war es. Ich glaube, hier oben Hidden Wall. Und unten auch Hidden Wall. Zwei Hidden Walls. Hier, ne? Hier? Wo war das denn? Ich weiß, dass das noch eine Hidden Wall war. Oder illusionäre Wand. Müsste ja hier irgendwo sein. Nein. Nein. Ja, hier. Augen der Feuerhüterin. So. Dann geben wir dir mal die Augen. Welcome, Housepeak. Ashen One, are these Augen? Eyes. How gracious of thee, Ashen One. The very things we Firekeepers have been missing. Ashen One, my thanks for the eyes thou'st given. But Firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? Eine Welt ohne Flammen verlangen. Das hast du ja gesagt, ja. Das muss ich jetzt mit... Also eine Welt ohne Flammen, ja? Das ist jetzt der Richtige. Weil das... An die Frage erinnere ich mich und die habe ich letzte Mal nicht beantwortet. Aber um das Ende zu triggern, muss ich jetzt ja sagen. Also hier eine Welt ohne Flammen verlangen. Okay. Dann, machen wir das. So. Of course. I serve thee. And will do as thou bidst. This will be our private affair. No one else may know of this. Stay thy path. Find lords to link the fire, and I will blindly tend to the flame until the day of thy grand betrayal. Gut, dann steigen wir noch einmal auf. Zwei Level?
ein Level. Ja gut, mag sein, dass beides vielleicht zum selben Ende führt, keine Ahnung. Suggerierte Entscheidungsfreiheit, die nichts bringt. Ah, jetzt kommt es. I will return as the firekeeper I once was. Nee, und das machen wir jetzt nein. As it has always been. Okay, nein, wir töten hier niemanden. Hier wird niemand getötet. Außer der Endboss, der ist nämlich jetzt gleich dran. Achso, ich muss da lang. Wie sie alle noch hier rumstehen. Es ist so gut. Alle stehen sie hier noch rum. Jetzt muss ich wieder nach oben. Ah, das haben sie auch. Das haben sie blöd gemacht, dass du hier wirklich 500 Mal rumjoggen musst. So, dann haben wir den. Da waren zwei. Den brauche ich nicht. Dann haben wir hier ihmchen. Und ihmchen. So. Perfekt. Was? Marco schläft nie? Ja doch, so ein bisschen ab und zu mal tue ich so. Gehe ich in den Standby-Modus. Aber zu komischen Uhrzeiten irgendwie. Noble Lords of Cinder. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Eieieiei. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Mann, oh Mann. Öfen der ersten Flamme und ich sehe wieder nichts, weil es einfach kacke dunkel ist. So, Endboss-Time in Dark Souls. Wir haben die optionalen Bosse gemacht, wir haben alles gemacht, bis auf die Ringe. Da mache ich gleich nochmal mein Dokument auf und ja, letzter Boss. Ende. Das müsste dann eine Trophy geben. Setzen wir uns hier nochmal hin. Und reisen nach vorne. Wen haben wir denn schon hier hinten? Spike Spiegel. Ja, komm mit. Hier mal nach vorne. Nein, mit Brot. Und. Wen haben wir noch? Pro Gamer ist das?
Und das U hatten wir, glaube ich, jetzt mehrfach. Dann nehmen wir nochmal den Pro-Gamer mit. Und dann müsste das Trio ja schon vollständig sein. So. Ja, und dann gibt's auch von mir nochmal ein Praise the Sun für den Endboss und einmal die Waffen buffen. Und ich buffe mir einmal Kratos Rot und gucke, ob ich damit in Not bin und sage Boss-Time zum letzten Mal. Im NG++, liebe Freunde, wir ziehen gegen Knecht Ruprecht in die Schlacht. Ja, gut, verstehe. Genau, verstehe. Nein, ich wollte trinken und nicht gerade das Rot buffen. Zu offensiv. Oh, Krummsäbel. Nee. Also, was immer ihr tut, mit Krummsäbel tue ich gar nichts. Diese Phase hasse ich auf den Tod. Lasst euch nicht vergiften! Lasst euch nicht vergiften! Der schießt! Ich hasse diese Krummsäbelphase. Das ist die schlimmste. So, zweite Phase incoming. Na, wobei, ich bleib wieder auf Range. Ich hab's ja mit Dodgen nicht gelernt. Genau wegen der Bombo-Combo. Die Musik. Oh. Close one. Ich habe halt nur nach dem Jump Attack angegriffen. Und bin dann immer auf Range gegangen. Relativ safe, dauert relativ lange. Yay, GG für Sniper Rot, für Spiegel und Pro Gamer Sit. Dankeschön. Erstmal selbst flirten. So. Und der bringt sich selber um. Dankeschön. So, und ich soll jetzt das Leuchtfeuerding beschwören. Feuerhüter rufen. Jawohl, ja. Und sie nicht umbringen. Ja, sie geht schon mal zum Feuer, macht bestimmt Essen, kocht jetzt ein bisschen am Feuer. Schon, das kriegen wir hin. Das könnte eine gute Beziehung werden. Kindles Bonfire. Quickly fades. Darkness will shortly settle.
But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One, hearest thou my voice still? Yes. Ah, fand ich tatsächlich sogar das beste Ende, muss ich sagen, von den dreien. Fand ich am besten. Erste war okay, der zweite war relativ also das erste war das mit der Heirat, das war okay. Das zweite war relativ schwach. Also das, was man halt bekommt, wenn man nichts auslöst, und das fand ich jetzt am besten. Danke für die Hilfe an alle Phantome. Und jetzt sammeln wir noch ein. Ich lass mal ganz kurz das noch weiterlaufen. Ich wubbel mal mein Excel-Dokument offen. Das ist ein toller Satz, ne? Ich wubbel mein Excel-Dokument offen. Kann auch nur von mir kommen, so ein Satz. Und hab dann einen Überblick, welche Ringe ich brauche. Wäre cool, wenn der eine oder andere, der sich damit auskennt, vielleicht noch bleibt, um dann das abzukürzen. Dann können wir die Liste nämlich durchgehen. Weil ich habe die nicht nach Gebieten sortiert. Das ist, hätte ich vielleicht tun sollen. Das wäre cleverer gewesen. Offen. So, ich überspringe den Teil mal und ich möchte nicht direkt in Reise Nummer 4 antreten. So, was fehlt mir? Die Ringe. Und dann fehlen mir noch die beiden Eide. Also im Moment, alle Ringe, also wenn wir die Ringe jetzt aufgesammelt haben, sollte die Ring-Trophy aufgehen, weil die Eidringe habe ich. Mir fehlen über die Eidsachen, glaube ich, nur noch zwei Zauber, eine Pyromantie und ein Wunder. So, dann fangen wir mal an. Der erste Ring in meiner Liste heißt Blutbissring Nummer 1, also plus 1, und soll am schwelenden See liegen. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich den schon im Inventar habe. Wobei jetzt bei jedem Ring zu gucken ist Blödsinn, wir sammeln die einfach ein. Ich habe im Spiel nichts eingesammelt. Also Blutbissring am schwelenden See. Wo da am schwelenden See? Weiß da zufällig jemand? Ist das direkt da, wo die Krabben sind, wo die Balliste schießt, wo der Raketenwurm ist? Da so in der Nähe? Weil der schwelende See ist ja auch ein bisschen größer. Also raus mit der Sprache. Spoiler-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Ihr dürft mir alles sagen. Ich suche den schwelenden See. Da starten wir vom Dämonenkönig, wa? Ganz oben bei der Balliste. Das ist aber ganz scheiße. Nach der Balliste ganz oben. Wie kam ich denn dahin? Musste durch die Dämonenruinen, ne? Glaube ich, musste durch die Dämonenruinen. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich. Ich bin mir gar nicht sicher. Weil, wie gesagt, die Wege bin ich halt auch nur einmal gelaufen. Ich glaube, ich muss die Dämonenruinen lang.
Im Moment sehe ich noch nichts im Chat, was hat bestätigt oder verneint. Hier war... weiß ich nicht was. Hier gehören wieder die Mopeds. Die kommen wieder bis nach Toronto mit, ne? Alter, ich sterbe hier gleich. Jetzt komm. Ich hätte auch leveln sollen. Du musst zu der ganz langen Leiter. Ja, welche? Und wo ist die, wo ist eine kurze? Ich habe keine Ahnung. War ich hier gerade schon? Nicht hierher gekommen? Hier war der Ritter. Da war der Ritter. Ey, ja. Nein. Geh doch mal weg. Den Ritter, Richterschlüssel. Ja, ja. Den Weg, finde ich, habe ich schon letzte Mal nie gefunden. Den habe ich leider letzte Mal schon nicht gefunden. Diesen beknackten Weg. Und da hatte ich noch das andere Leuchtfeuer, was ich jetzt nicht habe. Ich sehe nichts, weil ein Mob mir hinten dran hängt. Wo war denn das zweite Leuchtfeuer hier? Rattis? Ich glaube, hier sind wir schon mal nicht grundsätzlich falsch. Nähern uns, glaube ich, dem guten Ritter schlechter Mann. Ah. Programmer Sid, dankeschön. Ach, du hattest die Morionsklinge gedroppt. Danke dir nochmal dafür. Dankeschön. Wie gesagt, für die Hilfe, komm gut ins Bett, mein Lieber. Genau, hier sind wir hier und unten war Ritter schlechter Torsig und oben war der Ritter. Genau, hier musste ich runter zu ihm. Und hier oben war der. Mhm. Ich erinnere mich, hier war noch so ein Flugmoped. Machen wir auch nochmal weg, dann können wir den Ritter da machen. So. Da war Captain. Was hattest du für eine Waffe? Ich sehe es gerade gar nicht. Ach so, Langschwert. Kann ich dich hier nicht... Komm. Nicht kriegen. Surprise und alle, die ins Bett gehen. Kommt gut ins Bett und wie gesagt, danke für die Hilfe. Ja, jetzt sammeln wir noch Ringe ein. Es sind laut Excel-Tabelle 39 Ringe. Da kann sich halt noch einen Moment hinziehen. Und das ist dann auch das Letzte, was wir halt in dem Durchgang halt machen. Dann farm ich halt noch. Das könnte auch nochmal spaßig werden. Ja, ob wir das heute alles schaffen, weiß ich nicht. Je nachdem, wie gut ihr mir eventuell helfen könnt, dann geht's halt schneller. Aber wenn die Wege so lang sind wie jetzt bei dem hier, sehe ich schwarz. Und ich musste komplett hier vorbei. Und... Alter, Entschuldigung. Ach ne, ich muss da hinten rum, ne? Einmal Knochen. Ist noch was in dem Gebiet hier? Weiß das schon jemand? Eventuell suche ich dann nämlich gleich einfach. Ja, komm. Da kommt noch ein zweites. Ist gleich Rabe. Ja, komm.
Glück, dass die nicht mehr so viel Schaden machen. Ist ja eher mickrig. Alter Schwede. Die waren in Dark Souls 1 deutlich schlimmer, die Mopeds. Sie sind nur nervig. Ringe, Bobby, Ringe. Ringe, um sie zu knechten. Ja. Nein, da waren zwei. Glück gehabt. Ich habe den anderen, glaube ich, nicht gepult. Treff mich! Kleine Titanitscherben kann ich nicht mehr. Ich habe gelesen, da unten ist noch ein Flammensteinplattenring. Reden wir von Flammensteinplattenring plus 1 oder 2? Oder den normalen? Den normalen habe ich. Alle normalen Ringe habe ich. Es geht, wenn nur, um plus 1 und plus 2er Ringe. Blut bis Ring plus 1. Löschen. Also in der plus 2er weiter der Illuwall Black Knight. Wie heißt der? Flammensteinplattenring. Entschuldigung für das Gedödel hier. Okay, da haben wir ihn. Warte mal, ich kann auch einfach nach Schwelender See suchen. Flammensteinplattenring. Okay. Flammensteinplattenring, Schwelender See bei dem Ritter hinter der Illuwall. Da können wir jetzt hier einfach hin zurücklaufen. Der Weg ist ja quasi clear. Das sollte jetzt ja easy machbar sein. Wenn ich den Weg finde. Wir müssen einfach nur den Leichen folgen. Wie bekommt man den Ring des bösen Auges von Anri? Ich weiß, glaube ich, nicht mal, wer das ist. Das ist die Tante, die dir auf dem Weg das erste Mal begegnet mit ihrem Lustsklaven, der grunzt und dir den blauen Pfad gibt. Das ist Anri und ihr Begleiter. Und du musst die Quest von ihr machen oder weiterführen. Und dann gibt dir die irgendwann den Ring. Also du triffst sie hier unten in den Katakomben von Katos nochmal. Kurz vor der einstürzenden Brücke. Also, nee, vorher. Und da sagt ihr dir, dass der Typ weg ist. Und dann triffst du die halt nochmal und kurz vor der einstürzenden Brücke. Und ich glaube, dann gibt sie dir schon den Ring. Oder kurz danach. Auf jeden Fall, so geht die Quest, sind die ersten Schritte der Quest. Ach, der Black Knight, den ich umlaufen habe, Hedy, den machen wir einfach platt. Glaube ich. Achso, was liegt denn da eigentlich? Noch keine Ahnung. Wo ist denn der Typ? Sehen nicht. Ach, der steht da einfach. Naja, dann. Er ist einfach wieder in Position gegangen. Wie ich den gewechselt? Nein ist die Antwort. Ich sehe gerade nichts. Ich habe doch Excel offen. Menno. Na, geschockt? Das ist der gute Nachtgong. Alter Schwede, Matze. Hör auf, Factorio zu spielen. Hab heute schon wieder bei dir reingeguckt. Du hast schon wieder dieses Wuselspiel gespielt. Alter Schwede. Er ist voll im Factorio-Suchtding. Schlimm. Komm gut ins Bett, Matze. Und danke für die Unterstützung, Mann. So, jetzt müssen wir irgendwie... Warte, hier kommen wir zu... Ihmchen. Ja, nee, zu Ihmchen wollen wir nicht. Wir wollen zu der Illuwall.
Ja, brauchen wir ganz kurz ein bisschen Stamina. Achso, ja, das war die Illo-Wand da oben. So, wir müssen hier weiter lang. Müssen hier lang. Und irgendwo war jetzt hier gleich der Ritter. Hier lang? Na, da vorne kämpft auf jeden Fall was. Die Frage ist, was denn da kämpft? Könnte der Ritter gewesen sein. Der Ritter kämpft, genau, der Ritter kämpft gegen die Moped-Männer. Gib mir eine Estus. Ach, die Moped-Männer haben wirklich den Ritter kaputt gemacht? Ach, sag an. Die sind ja richtig gut. Nee. Oder doch? Doch, der war hier hinten, ne? Ja, die haben den anscheinend kaputt gemacht. Top-Personal. Ich hoffe, das ist hier der Ring. Nein, das ist nicht der Ring. Mir wurde ein Ring versprochen. Flammenstein-Plattenring. Da haben wir ihn noch. Löschen. Gut. Dann sind wir in dem Geburt fertig. Perfekt. Also raus hier. Flying T, sei gegrüßt. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt habe ich das falsche Item genutzt, ich Arsch. Danke für die Worte, Hedy. Danke für die Worte. Ja, tatsächlich, den Platin-Run hat ja keiner gesehen. Das Raussuchen und Absuchen, das ist halt nie so meine Stärke gewesen. Ja, wenn ich einmal weiß, wo die Klamotten liegen, dann kann ich mir das ganz gut merken. Aber sie erstmal zu finden... ich gehe mal ganz kurz noch einmal leveln. Aber ja, danke schön, Hedy. Wir reisen einmal ganz kurz zurück. Nächster Fundort, den ich auf meiner Liste habe, ist der Chlorantiering plus 1. Und der soll in Irithel liegen. Irithel vom Nordwindtal im New Game Plus. Eventuell liegen da noch andere Klamotten. Deswegen markiere ich mir das mal. Und guck mal, wie viele Ringe wir in Irithel haben. Den Chlorantiering. Schreibt sich denn Irithel? Iri. So. Und da haben wir den goldenen Schlangenring. Den habe ich aber, glaube ich, schon. Oder? Habe ich den? Havelsring. Holzmaserring. Alter Schwede, da gibt's ja 1000 Ringe. Ring der Gunst. Einige. Alter Schwede. Sun Bro. Doch nicht um die Uhrzeit. Bist Stream verpasst. Ja, ein bisschen. Noch ein bisschen machen wir ja. Jetzt suchen wir gerade Ringe. Oh Gott, danke schön, Sanbro. Ich wollte leveln. So, goldener Schlangenring. Da gucke ich gleich mal nach. Da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob ich den schon geholt habe. Hm, jetzt kill ich in... Glaube. Oder? Komm, machen wir ein bisschen Leben. Goldener Schlangenring. Gucken wir mal, ob ich den habe. Weil einen Schlangenring habe ich schon. Ja, den goldenen Schlangenring kann ich löschen.
Den habe ich nämlich schon. Gut. Fangen wir an. Mit Irithyll. Wer weiß, wo in Irithyll die Ringe liegen? Also das waren jetzt noch drei Stück, ne? Also das war der Chlorantie, der Havel und der Holzmaserring. Reise eine Reise nach Irithyll. So. This is an automatic message from Twitch TV. We are having technical difficulties with the Kappa emote. Please type Kappa into your chat to make sure it works. Thank you for your cooperation. Sandro. So spät und dann noch aufwachen. Haut die Kappas in den Chat, lass mich nochmal eben lesen. Beim Boss Sullivan einfach gerade auslaufen und runterfallen lassen auf dem Altar oder was hinter der Altarwand liegt. Okay, guck ich. Haut die Kappas in den Chat, go go. Das ist das Mindeste, was wir um die Uhrzeit noch hinkriegen können. Dankeschön, Sunbro. Du Verrückter, ey. Oh Mann, ey, um die Uhrzeit. Danke für die Unterstützung. hinter Sullivan. Auf den Altar droppen. Ach, da! Ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Also, Richtung Eingang von Sullivan, nicht Richtung Ausgang. Okay. Der Sunbro, ey. Um die Uhrzeit. Holy moly. Oh Mann, ihr seid so verrückt. So, ich glaube, den Altar meint er. Ja, kann gut sein. Hallo, Kuckuck, ich muss hier vorbei. Aua, nein, 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 nein. Sterbe. Alter Schwede. Sunbro, übertreib doch nicht so. Hier, den Altar war Ring des Sonnendingens, aber kein Plusser. Einfach nur normaler. Da war nix. Da war nix. Welchen Altar könnte man denn sonst noch meinen? Noch au, ich freue mich gleich. Moment, hab ich Schmerzen. Große Schmerzen. Ihr Lichtblut. Nee. Alter Schwede. So, noch was Kleines. Happy Little 555. Sunbro, danke dir, mein Lieber. Oh Mann. Gott. Was? Der ist ja auch dahinter? Wie dahinter? Ihr streamt doch zum Teil selber. Was ist denn, er ist dahinter. Ja, wo hinter? Hinterm Papst. Der Pudel von Wonnebergers. This is an automatic message from Twitch TV. We are having technical difficulties with the Kappa emote. Please type Kappa into your chat to make sure it works. Thank you for your cooperation. Rimjet. Oh Mann, ey. Sunbro. Oh. Übertreib nicht, mein Lieber. Haut nochmal die Kappas für ihn rein. Für den völligen Übertreiber zur Nachtstunde. Ey, alle so schon am Schlafen und er weckt alles auf. Dankeschön. Oh Mann. Ich muss also hier die Mobs wegmachen, wollt ihr mir sagen. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich hier die Knechte machen. Ja, komm her, Knecht. Achso, ich piek's einfach schon wieder daneben. Eher nicht. So. Wo ist denn hier ein Altar und dahinter? Ach ja, dahinter. Dahinter liegt auch noch Loot. Das ist gar nicht mal so unfalsch.
Okay. Danke. Chlorantiering 1 abgehakt. Okay. So, Zelle löschen. Ups. Dankeschön. So, der nächste Ring ist, Havelsring. So, eine Idee, wo Havelsring ist? Ich habe keine Ahnung. Reise eine Reise. Reisen wir schon mal wieder nach Sully. Spike, bis gleich. Tornado Snack, dir eine gute Nacht. Ja, Havelsring haben wir noch und Holzmaserring. Und Ring der Gunst. Also drei Ringe noch. Havel, Holzmaser und Ring der Gunst. Wer kann mir einen Tipp geben? Hoffe. Ich muss sonst das ganze Gebiet durchsuchen. Das wird nicht lustig. Sun, Bro. So, bin weg. Muss um 4 Uhr raus. Es ist in knapp 90 Minuten. Meine Frau hat mir heute einen Artikel geschickt. Den sollte ich unbedingt lesen. So machen es Genies, wie man mit 2 Stunden Schlaf auskommt. Hast du den Artikel gelesen, Sunbro? Ich wollte den echt nochmal lesen. Das wäre cool, wenn ich mit 2 Stunden Schlaf nur auskommen würde. Das wäre geil. Sunbro. Alter Schwede, strapazier deinen Körper nicht so, mein Lieber. Und auch nicht dein Paypal-Portemonnaie. Dankeschön. Ich hoffe, du kannst es dir leisten und es tut dir nicht weh, Mann. Das war jetzt ja doch viel, viel. Dankeschön. Ah. Ring der Gunst ist auf dem oberen Weg der Kathedrale. Okay, also da oben quasi. Ja, verstehe ich, weiß ich, wie ich hinkomme. Havelsring, nee, Havelsring plus 2. 1 kriegst du, also 0 kriegst du für die Seele, plus 2, das soll hier rumliegen. Und Ring der Gunst, nee, warte mal, Ring der Gunst ist auf dem oberen. Und der Holzmaserring, dann fehlt noch der Havel und Holzmaser fehlt. Havel und Holzmaser. Das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Wo Holzmaser und Havel sind. Der Paypal. Ja. Wäre eigentlich mal ein cooler Name für so ein Kind. Hey, Paypal. Oh Mann, ey. Havelsring plus 2 liegt im Turm der Finstermond-Tante. Danke, got it. Weiß ich, wo es ist. Mhm. Und dann haben wir noch den Holzmaser-Ring offen. Aua. Also hier einmal Shortcut aktivieren. Wobei ich jetzt mal ganz kurz im Nachhinein denke. Öffnen wir eigentlich jemals im Spiel diese beiden Türen? Das fällt mir gerade ein. Öffnen wir die? An eine könnte ich mich eventuell erinnern, aber an beide? DLC-Tür? Weil die Türen kriegen wir nicht auf. Hm. Zahle, Paule. Die bleiben zu, ja. Ja, DLC-Türen vielleicht. So, gucken wir jetzt erstmal nach dem ersten Ring, den wir hier haben. Wie gesagt, der Holzmaserring. Da habe ich jetzt noch nichts gelesen. Havel, Finstermond in dem komischen Turm. Ja, weiß ich, wie ich hinkomme. Kriegen wir hin. Die Frage ist, wo hier der Loot ist. Hier.
Ring der Gunst plus 1. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann ich den nämlich abstreichen. Zellen löschen. So. Genau. Holzmaserring und Hubblesring. Der andere Ring ist übrigens beim Dark Moon Dungeon. Ja, man braucht die plus 1 und plus 2 Ringe für die Trophy, Maurice. Sonst würde ich es auch nicht machen. Aber leider ja, leider ja. Das ist wie in Demon's Souls. In Dark Souls 1 und Dark Souls 2 gab es die Trophy mit Ring nicht. Also der Grupp bei dem tollen Drehaufzug. Ah, da, got it. Ja, dann brauchen wir uns nach Anor Londo. Das ist, glaube ich, kürzer. Oh, jetzt benutze ich schon wieder den Finger. Also haben wir quasi zwei Ringe da. Hm, verstehe. Was? Wirklich Twitch neu geladen, weil ich dachte, dass der Stream gestoppt hat. So reglos kennt man dich gar nicht. Ja, ist ja schon halb drei Flying D. Und ich denke, alle Gehirnkapazitäten sind jetzt umgelegt in, wo sind die Ringe? Da bleibt wenig Platz für gerade funny und entertaining sein. Anor Londo, habe ich gesagt, ne? Ups. Das gleich habe. So. Ja, dann holen wir die auch noch. Na ja, gut, geht doch schneller als gedacht. Der erste Ring war halt ziemlich kacke da im schwelenden Mobs. Die anderen gehen jetzt ja doch recht zügig. So, wir müssen da auf den Balken und unten in die Gruft. Wobei ich da jetzt schon lese, nein, der Holzmaserring kommt nach dem Raum mit den drei Silberrittern. Gleich rechts dort abbiegen. Was ist denn der Raum mit den drei Silberrittern? Ich weiß nicht, was der Raum mit den drei Silberrittern ist. Also erstmal müssen wir jetzt hier kurbeln. Der Raum mit den drei Silberrittern. Ich kenne keinen Raum mit drei Silberrittern, weil da hätte ich dann vielleicht drei Silberritter gefarmt, als ich Silberritter farmen wollte. Dutz. Da, wo Smokes Hammer in der Kiste war. Ach, da. Ja, da weiß ich, wo es ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, woher der Loot ist. Direkt da ist Loot. Ich kann da rüber springen. Und dann kann ich hier rüber. Und da weiß ich nicht, ob ich jetzt richtig lande. Wahrscheinlich glitsche ich da nämlich jetzt vorbei. Und dann bin ich nämlich Brei. Also nicht Brei, aber das macht's kompliziert. Dann kann ich nämlich wieder von oben anfangen. Gemäldehüterschwert. Dann haben wir hier Loot. Das komplette Gemäldehüter-Set. Und unter mir ist nochmal Loot. Hubbles Ring plus 2. Ja, wie ist der Hubble nur in diesen Turm gekommen? Schmeidig wie eine Gazelle ist Hubble den Turm hochgerollt. Halleluja. Dann können wir den auch schon mal löschen. So. Und der Holzmaserring. So. Dasu hat recht. Okay. Dann bin ich hier komplett falsch. Das heißt, ich kann mich hier jetzt einmal zum Leuchtfeuer wuppeln. Wobei die Chance, dass ich jetzt hier sterbe, ist auch relativ hoch. Aber ich habe eh nichts zu verlieren. Also eigentlich alles eh egal. Der schnellste Weg dahin
wäre von Sullivan, weil ich das andere Leuchtfeuer nicht habe. Mhm. Glaube. Das wäre das Schnellste. Welches ist die aufwendige Trophy, die wir gerade machen, Slizzor? Tatsächlich alle Ringe. Leider. Ja, wir gehen da zu Sullivan. Und rennen von da durch, ne? Ich glaube, das ist kürzer. Ja, alle Endings glaube ich noch nicht mal. Nehmen wir mal an, du wärst Speedrunner und spielst das Spiel in einer Stunde durch. Oder meinetwegen in 90 Minuten oder wenn du nicht so geil bist, vielleicht in 3-4 Stunden. Dann hast du mit drei Enden, dreimal 4 Stunden, 12 Stunden. Und dann hast du alle Enden. Also alle Enden zu machen geht recht schnell. Die Ringe halt alle einzusammeln, das ist ein bisschen nervig. Jetzt sind 103 Ringe. Das heißt, es ist ja nicht nur einfach durchrennen, du musst wissen, wo sie liegen. Wenn du es nicht weißt, musst du alles erstmal looten. Das würde jetzt bei mir ewig dauern, wenn ihr mir nicht sagen würdet, wo das wäre. Das wären Stunden. Oder ich müsste die Wikis halt parallel lesen. Was ich machen würde. Und, ja. Das ist halt die aufwendigste Trophy in meinen Augen. Und die Eid-Klamotten-Farm, weil zwei Eide nicht wirklich so, ein Eid nicht wirklich gut funktioniert. Hier der Dunkelmond-Eid mit den Ritterfarmen. Wie gesagt, das können wir nachher, wenn auch vielleicht, ne, ich glaube nicht, dass wir noch Zeit haben werden. Ich werde berichten, wie das Farmen mit dem neuen plus 50er Item und dem Ring funktioniert. Ja, hier kommen wieder die Typen von der Nachtwache. So. Damm. Ich bin nicht da, wo ich will. Und ich habe schon Schnee hier schon wieder am Start. Hör mal auf, John. Wo ist denn der Typ, der das Bild anguckt? Da will ich hin. Ich glaube, von Arno Londo wäre es tatsächlich schneller gewesen. Nee, ich bin hier falsch. Nee, ich bin hier falsch. Wo kam ich denn zu dem Typ? Das war vor Sullivan, das war der Shortcut. Das war der lange Weg zum Shortcut Richtung Sullivan. Da war das Moped. Mhm. Stimmt. Das erste Leuchtfeuer wäre sogar kürzer. Und dann den Shortcut zu laufen. Jupp, da bin ich falsch. Leuchtfeuer der letzten Rast. Ja, der ist vor Sullivan. Richtig, ich habe jetzt gedacht, der ist auf dem Weg dahin, aber nein, der ist natürlich der Shortcut vor Sullivan. Da bin ich durchgelaufen. Ja, richtig. Jetzt ist die Frage, wie komme ich rückwärts rein? Ich kenne nur den Weg vorwärts. Ich kann den Weg nicht backtracken. Ich weiß nicht, wie ich den Weg komme. Irgendwo von links. Ich komme von links. Aus dem Gebäude. Genau. Ach so, ja, das nützt mir jetzt nur gar nichts, weil da komme ich, glaube ich, nicht wieder hoch, ne? Ne, ich muss oben rum. Verdammt. Entferntes Anwesen durch die Kanalisation. Ich kann im Moment das entfernte Anwesen und die Kanalisation nicht zuordnen. Ich weiß ja, wo ich hin will. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich dahin komme.
Da will ich nicht hin, das war der Shortcut. Ja, du hast recht. Ja, jetzt weiß ich, welchen Shortcuts du meinst. So langsam klingelt's. Was mir geholfen hätte, so funktionieren Gehirne unterschiedlich, was ich damit in Verbindung bringe, ist Esso-Suppe. Hättest du einfach gesagt, hier der Weg am See, der sich aufteilt Richtung Esso-Suppe. Oder wo Sigi ist. Das hätte mir geholfen. Genau. Aber jetzt sind wir ja da, wo ich hin wollte. Hallo, Captain Blitzknecht. Du droppst kein Ohr. Kein Ohrritter. Hast du nur ein Ohrritter? Auch bestimmt kein Ohrritter. Kein Ohrritter. Das habe ich nicht gelesen, Hedy. Sorry. Das hätte mir geholfen mit Sigi und der Suppe. Da ungefähr hätte ich gewusst, wo ich hin soll. Keine Ahnung, ich merke mir halt immer so markante Klamotten. Und der Raum mit den drei Rittern. Boah, welcher Raum mit drei Rittern? Und wo ist der Ring? Ist er jetzt in der Kiste? Göttlicher Segen? Das gilt für die Community genauso, Rabe. Nicht nur für mich. Danke für das Lob. Das gebe ich aber auch gerne zurück. Ring der Löwen. Nee, hier ist aber noch nix. Unten? Oben? Weil ad hoc sehe ich hier nämlich nichts. Und ich habe jetzt hier alles gekillt und... Hier ist nichts. Kein Loot. Kein Ring, kein Loot. Hilfe! Wo soll er denn liegen? Plix Advice. Ich glaube, du musst ein Stück zurück. Der soll außerhalb sein. Zurück Richtung von da, wo ich kam oder da, wo ich hingehen werde? Aua. Genau, Community Love. Rechts vor von einer Treppe, die nach links führt. Jetzt noch komplizierter. Hier ist eine Treppe, die führt irgendwo hin. Da ist nichts. Kam ich hierher? Ja, das ist gut. Dankeschön. Holzmaserring. Heck. Nein. Bearbeiten. Steuerung Z, das verdrücke ich. Ja, dankeschön. Ich habe den falschen gelöscht. Gut, das war's in Irithyll. Das heißt, der nächste Ring auf der Liste. Chlorantiering plus 2. Im Pfad der Opferung. Das heißt, wir porten uns mal hier zum Feuerwandschrein. Und ich suche mal nach Pfad der Opferung. Was haben wir denn im Pfad? Wappenring lauernder Drache plus 1. Und Chloranti. Also zwei Ringe im Pfad oder auf dem Pfad der Opferring. Opferring. Chlorantiering und irgendein Wappenring auf dem Pfad der Opferung. Reise eine Reise. Pfad der Opferung. Wo haben wir denn den Pfad der Opferung? Pfad der Opferung. Ja, dann beschreib, Hedy. Schieß los. Dann müssen wir halt jetzt entfiesen. Und der andere war, wie gesagt, Wappenring. Lauernder Drache plus 1.
Oh Gott, da sind Ringe im Archiv. Das wird doch nie gut enden, ne? So, Pfad der Opferung. Clear am besten das Gebiet von den zwei Bonfires. Nein. Zwei links und runter. Da, wo das Wunderbuch lag, Eddie, das ich am Anfang übersehen hatte, da unten lag ja an der Brücke ein Wunderbuch. Liegt das da? Weil alle Mobs clearen ist halt, dauert nicht lange. Ja, weil das nicht dauert. Noch vorher. Wilde Hilde? Wilde Hilde vorher? Oder? Weil hier geht's, glaube ich, nicht links runter. Oder? Da, wo der Krähenzauberer ist. Ja, das ist richtig. Der steht jetzt links oben und wir wären eigentlich noch eine weitergerannt. Ich mach mal eben die beiden Mopeds hier kaputt. Und dann machen wir den lustigen Krähenzauberer. So, da haben wir eine Plattform. Lungen-Diering. So, Nummer 1. Ich werde hoffentlich jetzt hier nicht gerade hart penetriert. Und der nächste Ring ist der Wappenring. Lauernder Drache. Also erstmal kann ich mich jetzt hier runterrompen und den auch noch mitnehmen. Den Loot. Banditen-Doppeldolche. Da hinten ist auch noch Loot. Da ist auch noch Loot. Die wilde Hilde ist wieder da. Aua. 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 Diese unendliche Stamina. Ich hab was mit Kalix gemeinsam. Wir beide sterben an der wilden Hilde. Dürfte auch keinem erzählen. Auch nicht gar nichts. War schon ein bisschen peinlich, an der wilden Hilde zu sterben. Alter, ey. Einfach mal unendliche Stamina. Wir knüppeln 500 Mal. Was? Beim Lingering Dragon bin ich raus? Ich bin im NG++ noch nicht so weit. Der liegt hier im Gebiet, Teddy. Der plus 1er, nicht der plus 2er. Der plus 1er. Naja, ich meine, Spike und Robin, die haben es ja auch gemacht. Die könnten es ja auch sagen. Ist ja jetzt hier keine Quizrunde. Einfach halt reinschreiben und gut. Ja, sonst muss ich halt nachher selbst halt die Wikis durchsuchen und die Orte halt nochmal genau raussuchen. Hab nur gehofft, dass ihr halt helfen könnt. Dann hätte ich mir dann raussuchen halt sparen können. Aber wenn nicht, mache ich das für morgen. Dann suche ich halt die genauen Pussys raus. Habe ich für morgen noch eine Hausaufgabe. Alle Orte irgendwo raussuchen.
found next to the giant crab just below the Crucifixion Woods bonfire in the Road of Sacrifice. Ich überlege gerade, das ist, wo ist denn hier eine Krabbe? Das ist ja dann am Ende, hä? Wo ist denn hier eine Krabbe? Heißt das ganze Gebiet so? Guck doch einfach Videos. Ja, Yannick, natürlich. Hätte ich nicht alle drei Monitore gerade für Stream, würde ich das auch machen, aber ich stream das ja. Hast du dabei gestreamt? Da ist es schlecht, Videos zu gucken. Dafür ist ja so ein Chat und eine Community da, die es wissen. Eventuell, wenn nicht, muss ich es halt raussuchen, sag ich ja, ist ja kein Problem. Aber Videos gucken während des Streams, nee, das geht nun mal nicht. Ich frage mich, genau, das ist das nächste Leuchtfeuer, Bobby. Weil hier sind keine Krabben. Das geht, mit dem Krabben erst da los. Da ist direkt der See. Und die erste Krabbe. Just below the Crucifixion Woods. Ja, da ist die erste Krabbe. Und die erste Krabbe kommt jetzt direkt hier unten. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich hier rüber droppen, wie wir es auch beim ersten Durchgang gemacht haben. Quasi hier runter. Und die ersten Krabben sind hier. Irgendwo. Das ist ja kein Problem. Die Krabben sind ja, glaube ich, jetzt nicht so spannend. Wenn jetzt zumindest nur eine kommt. Minolithe. Ich werde hier angegriffen von Monstermücken. Da liegt das Graswappenschild. Achso, jetzt habe ich zwei. Ja, das macht's komplizierter. Ist okay. Chill. So, Krabbe Nummer 1. Aua, Mopedmann Nummer 8. Aua, da ist noch einer. Wo kommen die alle her? Nein! Die will ich longen. Oh, da hinten ist noch ein Mopedmann drin. Ja, den habe ich schon gesehen. Alter, was ein Gangbang hier im Sumpf. Ring des großen Sumpfs, Graswappenschild und da ist auch noch Loot. Nein, das ist das gefallene Rüstungsset. Das Leuchtfeuer müsste er auf der Seite sein. Da hinten ist auch noch Loot. Gucken wir da mal rein. Da oben ist auch noch Loot. Grüne Blüte. Da oben habe ich auch noch Loot gesehen. Da hinten liegt auch noch Loot. Ne, da ist wieder so ein Stachelklaus. Auch noch so ein Mopedmann. Ich will die ganze Gangbang Army. Alter, so viele Mobs, ey. Kann das nochmal jemand konkretisieren? Wir haben einen Krabben gekillt, da gab es kein Loot. Weil, keine Ahnung, wo das sein soll. Also, found next to giant crab just below the Crucifixion Bonfire. Die Krabben sind weg, aber der Loot ist nicht da.
Oder da? Ja, könnte eventuell hier sein. Da war ich, da ist nichts. Auch nichts. Da oben ist das Leuchtfeuer. Mal erinnert mal eben an. Machen wir nochmal Dutz. So, dann haben wir da noch Loot. Und dahinter hätten wir auch nochmal Loot. Oh, dann haben wir den. Perfekt. Fertig! Also zumindest hier in dem Gebiet. Aber von dem Leuchtfeuer ist es tatsächlich einfacher zu sehen, weil du den Loot halt schon aus der Ferne siehst. Und das Leuchtfeuer ist jetzt weg. Wo ist das Leuchtfeuer? Oh, ist mir egal. Porte mich hier weg. So. Silberner Schlangenring. Nee, Quatsch. Wappenring, lauernder Moped-Drache. Zähne löschen. Ups. Dann haben wir die Katakomben. Katakomben von Katus. Katakomben. Da haben wir zwei Ringe. Hartstahlring plus zwei. Und den Döner-Plattenring plus 1. Ja, zwei Ringe in den Katakomben von Katus. Ah, so, Reise, eine Reise. Katakomben von Katus. Da habe ich mir gar kein Leuchtfeuer geholt, ne? Kann das sein? Da bin ich einfach durchgerannt. Ja, bis drei. Also das heißt, das werden jetzt die letzten beiden Ringe sein, die wir uns holen in den Katakomben. Wenn ihr mir ungefähr sagen könnt, wo die liegen, dann renne ich da fix hin. Die Katakomben von Katus sind ja relativ klein. Dann machen wir den Rest morgen. Gucken wir morgen nochmal ganz kurz hier rein. Und holen die letzten Ringe. Was habe ich jetzt gesagt? Dönerplattenring und den anderen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Hallo? Wo ist mein Suchfeld? Das ist jetzt wahrscheinlich wieder auf dem anderen. Datei. Wie wär's mit Suchen? Gerade nicht. Bei den 1000 Töpfen, okay, weiß ich, wo er ist. Hartstahlring, die Brücke gehen und dann. Hartstahlring zur Brücke gehen und dann kann man irgendwo runter schwingen. Okay. Also ist beides ja dann relativ hier. Also mit der Brücke meinst du jetzt hoffentlich diese Brücke, ja? Du meinst, den Loot sieht man dann schon hier. Das müsste ja dann aber auf der anderen Seite sein. Ach, hier ist der Loot. Cool. War ja einfach. Meinst du die Brücke oder die nächste Brücke? Weil das ist eher eine Brücke. Das andere da für mich, das da ist eine Treppe. Nur um das mal zu klären. Brücke, Treppe. Treppe, Brücke. Ja, diese Brücke. Okay. Ah ja, ach du Scheiße. Ich sehe, wo der Loot liegt. Das macht mich gerade traurig in der Hose. Ja, ich glaube, das passiert mir jetzt auch. Jetzt kommt nämlich hier noch die Skelett-Booby-Gang.
Das geht doch nie gut aus. Handstahlring! Gut, den haben wir auch. Dann kann ich den schon mal streichen. Unter H wie Hartstahlring. Aua, nein, unter B wie Skelette kommen angeflogen. Hartstahlring. Hartstahlring. Genau. Und dann haben wir noch den Dönersteinplattenring plus 1. Und der ist bei den Tontöpfen, habt ihr gesagt. Okay. Ja, da komme ich. Ja, ne, pass auf, da gehe ich erstmal zurück. Da komme ich so schnell rein. Komm gut ins Bett, Hedy. Komm gut ins Bett. Ja, morgen, wie gesagt, holen wir dann die restlichen Ringe um 22 Uhr. Dann können wir vielleicht nochmal gucken, wie das Farm funktioniert. Ich habe ja jetzt die Farmskillung plus noch ein Item mehr, ob die eventuell mehr droppen. Und wenn nicht, gucken wir morgen in irgendein anderes Game mal kurz rein. Whatever. Und dann geht's übernächste Woche Sonntag mit dem neuen Dark Souls Run los. Also Dark Souls ist damit unter der Woche dann fertig. Das wird dann halt nur noch sonntags gestreamt mit einem neuen Run. Erstmal so einen optimierten Run. Und danach wahrscheinlich dann Zauberer. Und dann gucken wir uns das alles halt nochmal an. Ja, in der Zwischenzeit werde ich dann halt noch die restlichen Eide farmen, wenn wir morgen nicht hinkriegen, für Platin. Und dann ist dann auch durch. Aber das Farm brauche ich halt nicht zeigen. Das ist halt prinzipiell relativ stupide. Ich meine, da stimmt mir wahrscheinlich jeder zu. Das wäre eigentlich cool, wenn der von seinem eigenen Roller-Ding überrollt werden würde. Ah, hier kommen jetzt wieder die ganzen Totenköpfe, ne? Knorke, Perryman. Stop it! Wie er einfach mal mit diesen Kackuhren wirft. So, die ganzen Uhren da hinten waren die ganzen Uhren. Machen wir erstmal dich hier. Da sehe ich schon Loot. Dönerplattenring plus 1. Hell yeah. Das heißt, wir können zurück nach Lück. So. Bup. Bup. Ja, nee. Prinzipiell hätte ich überlegt, ob was heute noch durchziehen, aber es sind jetzt noch 28 Ringe. Plus es sind halt noch Klamotten dabei, wo ich Bauchschmerzen bekomme. Wie zum Beispiel großes Archiv. Da sind nämlich auch noch zwei Ringe drin. Und da durchzukommen, das wird nochmal das Längste. Machen wir morgen. Machen wir morgen in Ruhe. Sonst habe ich keine Ruhe und dann wird es genervt und das soll ja auch nicht der Fall sein. Wie gesagt, die 28 Ringe, ich speichere das Dokument, die machen wir morgen. Machen wir so. Speichern. Zumachen. Ups. Ah. So. Gut. Ich sag schon mal für die YouTuber, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Noch wieder ein, zwei Teile kommen mit den restlichen Ringen. Und dann ist das Projekt Dark Souls 3 erstmal abgeschlossen. Wie gerade neue Runs kommen, habe ich ja gesagt. Aber dann halt sonntags. Und dann spielen wir unter der Woche irgendwas anderes. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Zumindest, ja, alle Parteien, die zugeschaut haben, die mir die mitgespielt haben als Phantom. Sowohl fürs Zuschauen als auch fürs Mithelfen. Dankeschön dafür. Und natürlich fürs Spaß haben. Fürs Followieren, Abonnieren, alles andere natürlich auch. Dankeschön.